Ach, der soll in seinen Mund, okay. Das löst eine Falle aus. Ja. Finde das passende Schloss, nicht das Schloss zu einer Gruft, aber zu einem Sack hat den Schlüssel geöffnet. Typischerweise war das Schloss mit einer Falle gesichert. Ich bin hier entkommen. Ja, supi. Das kann nicht sein. Ihr seid noch am Leben? Ja. Was? Ihr wusstet also? Natürlich, was dachtet ihr denn? Ich war es, der den letzten Hinweis auf die tödliche Falle hat verschwinden lassen. Da ich sie nicht entschärfen konnte, wartete ich nur auf entbehrliche Narren, die sich ihrer annehmen würden. Leider war sie nicht tödlich genug, wie es aussieht. Wieso nur beim Namenlosen? Wieso? Weil ihr euch das falsche Opfer für eure heimtückischen Pläne ausgesucht habt. Den Schatz könnt ihr euch ebenfalls aus dem Kopf schlagen. Ich behalte ihn als Entschädigung für eure Niedertracht. Ihr kommt euch so wahnsinnig schlau vor, aber eines Tages werde ich euch den Schatz entreißen. Verlasst euch drauf. Die fünf Holzpfeile und das Rezept. Oh, wir sind voll. Tenobalds Pfeil. Holzleim, Pfeilspitzen, Habchenfedern, Eisenholz, Lederbänder. Ja, okay. Geschlossen. Eine alte Schatzkarte. Gruber hat nur einen Dummen gesucht, um die Pfeile zu entschärfen, welche den Schatz gesichert hat. Praktischerweise sollte dieser Dumme dabei gleich das Zeitliche segnen. Nun, ich habe es überlebt und der Schatz gehört mir. Gruber ist geflohen und drohte sich eines Tages an mir zu rächen. Ja, das fehlende Stück. Gruber hat diesen Teil der Karte absichtlich entfernt, um jeden Hinweis auf die finale Falle zu beseitigen. Ja. Gut, das heißt, das haben wir jetzt auch. Fehlt nur noch eine Gruft und das Felsenvitriol. Was die Hauptquest hier in Moorbrück eigentlich ist. Also, sprich. Wir machen jetzt erst Drakorium. Weil solange wir Moorbrück nicht verlassen, sollte alles noch in Ordnung sein. Wir wollen ja gucken, dass wir so viele Steigerungspunkte und Abenteuerpunkte wie möglich hier abgreifen. Das heißt, erst hier hin und dann hier runter zur Totenkopfinsel. Und die Riesenkrabbe da drüben ist mal wieder respawned. Nottel, etwas mehr Krötenspeiche. Krötenspeiche? Ihr meint doch sicher das Pyrit-Substitut. Natürlich, Pyrit. Wie kommst du denn nur? Tut mir leid, Meister. Ich war wohl in Gedanken. Okay. Oh weh. Armer, armer Rufus. Ja. Da seid ihr ja wie.
Und wie sieht es aus? Habt ihr diese Zutaten schon? Ich habe alle Zutaten zusammen. Harpien-Ei, Dotter, Wühlschrat 10 und eine erntereife, erntefrische Alraune. Fleißig, fleißig, lasst sehen. Zähne allerliebst. Nicht mal Steinfäule hatte der Kleine. Ein Harpien-Ei, Dotter, so glibberig, geschmeidig und handwarm. Hätten wir ihm nicht einfach das ganze Ei bringen können? Eine bessere Qualität wäre nicht zu verlangen. Und ich dann, hihi, taufrische Alraune. Ich denke... Stimmt etwas nicht? Nein, nein, perfekt. Alles, was ich benötige, ist in Griffweite. Dann gewinnen wir sogleich mit dem Zauber. So, nur noch etwas ziehen lassen. Nottel, das Buch bitte. Also nun zur Formel. Bei Hesinde, dieses Gekritzel ist ja kaum zu entziffern. Nun ja, ich schätze, probieren geht über studieren. Ansia, Baklorum, Kaya, du verkundest, Dressiast, gut, gut. Soweit die Zauberformel. Nun noch geschwind das Vitriol auftragen. Ah, da haben wir ja den Kristall. Meister? Die Statue... Oh, vielleicht wäre ein Tropfen ausreichend gewesen. Ja, so viel zu Akku. Sterbliche, die ihr mich berauben wolltet. Macht euch gefasst auf ein Schicksal schlimmer als der Tod. Hi. Der Typ ist ungemütlich. Ein Zwerg. Ein Zwerg. Arquatus. Also Valonion hat unter 20. Ich mach das schon. Lass das mal Vorgrim machen. Na klar. Phorax. Ja gut. Ich habe ihn schlimmer in Erinnerung. Er ist eigentlich der Boss hier in Moorbrück. Aber irgendwie war das letzte Skelett schlimmer. Ja, die Sorgen eines Magiers. Gut. Was ist geschehen? Bei meinen müden Knochen, da bin ich hingefallen. Oh, jetzt weiß ich's wieder. Gut, dass ihr nicht genauso nah gestanden habt. Wäre wohl sonst um uns alle geschehen. Ach ja, die Statue. Offenbar haben wir das Video besonders potent gebaut bei den Mächten. Aber wie ich sehe, den Schrecken habt ihr mit Bravour ja gemeistert, habt ihr ihn. Ja, dem Orakel sei Dank, dass es mich zu euch geschickt hat. Ich bin wirklich froh, dass ich wenigstens euch und euren Schüler Nottel retten konnte. Wie? Was? Wir leben noch? Und alles ist vorüber? Ihr Sünder sei gepriesen. Ich verdanke euch mein Leben. Nottel ist wieder bei Sinnen und ich habe Valonions Thesis-Kristall. Die Fachwelt. Jetzt wird niemand spotten. Dank euch. Wir reisen zurück nach Ferdok, den Kristall studieren. Dort sehen wir uns vielleicht wieder. Dann kann ich euch mehr berichten. Die Erkenntnisse, die wir aus diesem Kristall gewinnen, Hesinde möge meinen Verstand bewahren. Uraltes Wissen der Geschuppten. Ihre Seelen werden zu mir. Oh, verzeiht, ich verliere mich schon. Habt ihr noch etwas auf dem Herzen, bevor wir entschwinden? Einige offene Fragen gibt es noch, ja. Dieser Kristall darf man fragen, wofür ihn benötigt, Messer? Im Moment nicht, nein. Meine Forschungen stehen erst ganz am Anfang. Okay, das kennen wir ja schon. K
Keine weiteren Fragen. Wo werde ich euch in Ferdok treffen? Ach, keine Sorge. Ich werde euch finden. Hey, der Thesis-Kristall will nun ergründet werden. Alles Weitere muss auch später verschoben werden. Wir haben genug Zeit mit diesem Sumpf verplempert. Ihr übrigens auch. Daher verweilt nicht zu lange hier. Auf bald, werter Zopper. Armer Rufus. Es bekümmert mich, dass es keine Rettung mehr für ihn gab. Wenigstens uns konntet ihr noch zur rechten Zeit erreichen. Gesinde mit euch. Ja. Genug gesäumt. Nottel, wir haben noch viel zu tun. Auf nach Ferdok. Ja. Bereich Moorbrücker Sümpfe geschlossen. Und die Sorgen des Magiers. Die Sorgen des Magiers scheinen dank der Hilfe eines tapferen Helden verflogen und er kann sich getrost auf den Weg, um sich neue Aufgaben zu widmen. Ja. Das heißt, wo ist der wirre Geist von Moorbrück? Sollte der nicht auch abgeschlossen sein? Oder habe ich mich gerade verlesen? Erstmal gucken. Stab des Valorion. Kann mal zu dir. Weil ich glaube, du kannst den noch nicht identifizieren, aber ich könnte mal so ein paar Punkte reinstecken. So, mal sehen. Ich versuche mein Bestes. Das da und das da identifizieren. Na klar. Okay, geben wir noch ein paar Punkte. Probieren wir es mal mit 8. Ah. Sehr schön. Zweihandwaffe Stäbe. Permanente Effekte. Valonions Stab. Steht aber nicht dabei, was das genau macht. Und das Ding macht plus 2 Charisma. Oh. So, ansonsten ist hier eigentlich, glaube ich, nichts mehr. Oder ist hier hinten noch eine Truhe versteckt? Nein. Gut, das heißt, die Riesenkrabbe da oben wird ignoriert. Da oben müssen wir nämlich nicht nochmal hin. Wir müssen nur noch zu der einen Gruft. Hier drüben. Dann unten zur Totenkopfinsel. Also ja, das ist die letzte Gruft. Weil wir müssen hier jetzt noch das mit den Gruften und dem Boltantrick abschließen. Tach. Die Horde ist los. Alle mal hergehört. Die Königin. Schloss das mal. Hier, Sandra. Ich nehme die Sache in die Hand. Oh, und jetzt hat Gladys keine Munition mehr. Hier die blutigen Beine noch einsammeln. So. Wir können die Gruft reinigen.
Ja. Alle Grüfte gereinigt. Alle Grüfte sind gereinigt, die Molinde, die die Karte eingezeichnet hat. Ich sollte zum Bohrentempel zurückkehren und dir von meinem Erfolg berichten.